So, ich begrüße euch recht herzlich zu unserem Kurs. Ich bin Birgit und wir fangen an, wir wärmen uns ein bisschen auf. Wir marschieren. Beine öffnen. Ganz locker marschieren und ziehen die Schultern im Wechsel hoch und ab. Vier, drei, zwei, wir bleiben stehen und ziehen nur die Schultern hoch und ab. Hoch, tief, noch vier, drei, zwei und die Schultern kreisen im Wechsel. Einmal links und rechts, links, rechts, noch vier. Dann ziehen wir den Ellbogen nach außen. Einmal links, einmal rechts. Und die letzten vier. Vier, drei, zwei. Wir kreisen den Arm über vorne. Und die letzten vier. Vier, drei, zwei. Wir nehmen den linken Arm und ziehen den linken Arm über die Seite nach oben und wechseln auf die rechte Seite. Ziehe. Vier, drei, zwei. Beide Schultern kreisen nach hinten. Vier, drei, zwei und wir wechseln. Wir kreisen von hinten nach vorne. Und die letzten vier. Marschieren. Setzen im Wechsel vorne die Fersen auf. Einmal links und rechts. Fußspitze zieht nach oben und dabei ziehen wir gleich die Arme mit nach oben. Beide Arme ziehen hoch und ab. Hoch. Hoch, ab. Und die letzten noch vier, drei, zwei. Wir bleiben stehen und öffnen die Arme weit, atmen ein und wir atmen aus. Ein und wieder aus. Ein und aus und ein letztes Mal. Nehmen die Arme wie ein V nach oben und werden ganz rund. Zieht den Bauch nach innen, einatmen und ausatmen. Zweimal noch. Letztes Mal. Arme tief. Das Kinn nach unten und kreisen. Einmal links und einmal rechts über vorne. Und jede Seite noch einmal. Kopf wieder aufrichten. Und den Kopf einmal nach links und nach rechts. Und die letzten vier. Dann gehen wir mit dem Oberkörper einmal nach links. Viermal. Komm wieder zurück, nimm die Hände auf die Oberarme und rotieren den Oberkörper von links nach rechts. Und die letzten noch vier. Strecken die Arme aus, Beine weiter öffnen und bewegen den Oberkörper von links nach rechts. Die letzten vier, drei, zwei, bleiben hier, atmen über die Seite tief ein und über die Seite aus. Die Fußspitzen sind außen und wir gehen in die Knie, tief und langsam wieder hoch, tief, hoch,
Die Arme dabei beugen und strecken. 4. Letztes Mal. Tief und hoch. 4 Zeiten. Tief. 2. 3. 4. Und hoch. 2. 3. 4. Noch einmal. 4 Zeiten. Tief. Und 4-mal hoch. Dann etwas schneller. Tief, hoch. Tief, hoch. Noch 6-mal tief. 5. 3. Und 2. Wir gehen nach unten. Stützen die Hände ab. Verlagern unser Gewicht. Ziehen die Fußspitzen nach oben. Und die letzten noch 4. 3-mal. Letztes Mal. Wir stellen die Füße auf und kommen nach oben und gehen nochmal in die Knie und kreisen vorne die Arme. Viermal, 3, 2, tief und unten bleiben und noch einmal das Gewicht verlagern. Viermal, 3-mal, letztes Mal, wir bleiben hier, setzen die Füße wieder auf und kreisen die Arme innen. Und die letzten 4. Wir kommen in die Seite, stellen hinten den Fuß auf die Fußspitze und ziehen jetzt das Knie hoch und tief. Hoch und tief. Und setzen den Fuß immer wieder ab auf die Fußspitze. Hoch. Das Standbein selber ist leicht gebeugt. Noch 3, 2. Letztes Mal halten hier und gehen tief. Beugen dabei die Arme. Noch 6-mal. 4, 3. Und dann wechseln wir die Beine, stellen den anderen Fuß hinten auf die Fußspitze und ziehen das Knie von hier aus hoch, tief, hoch, tief. Drei, zwei, lassen das Bein hinten und von hier aus tief und hoch. Vier. Lösen. Schütteln die Beine ein bisschen aus. Wir stellen uns hin, Beine etwas mehr als hüftbreit geöffnet. Nehmen die Arme zusammen, Hände, Unterarme zusammen. Knie sind leicht gebeugt. Und gehen von hier aus mit den Armen zur Seite und schließen. Viermal. Bleiben geöffnet hier und kleine Bewegungen
die letzten. 4, 3, 2 und die Arme zusammen. Hände, Unterarme zusammen und wir bewegen die Arme hoch und ab. Vier, drei, zwei, halten hier vorne zusammen und noch einmal öffnen und schließen. Öffnen, schließen, 4, 3. Letztes Mal, Hände zusammen, Unterarme zusammen und kleine Bewegungen. Vier, drei, zwei. Kurz halten. Öffnen die Arme ganz weit und kreuzen die Arme vorne. Kreuzen, öffnen. Kreuzen und die Arme weit nach hinten ziehen. Vier, drei. Halten geöffnet und ganz kleine Bewegungen. Wir lösen, neigen den Oberkörper links und rechts. Vier, drei, zwei, wir bleiben hier. Nimm den anderen Arm nach oben. Von hier aus den Oberkörper anheben und tief. Anheben und tief. Hoch, tief. 4, 3. Letztes Mal, wir halten hier unten. Komm nach oben und wechseln die Arme. Zieh, tief und hoch. Viermal, zweimal, einmal tief und unten halten und wieder lösen. Stellen die Beine enger zusammen, ungefähr hüftbreit, lassen die Arme ganz locker unten hängen. Gehen mit dem Oberkörper nach vorne und dann richten wir uns wieder auf. Der Kopf bleibt in Verlängerung der Wirbelsäule. Rücken ist schön gerade. Und dann strecken wir die Arme nach oben und gehen mit gestreckten Armen und geradem Oberkörper nach vorne und richten uns wieder auf. Gehen tief und wieder hoch. Beine sind gebeugt. Viermal. Zweimal. Letztes Mal. Und dann nur noch einmal tief gehen. Beine bleiben gebeugt. Wir bleiben hier. Und nehmen die Arme nach hinten. Beide wie eine Schwimmbewegung. Und ziehen die Arme wieder nach vorne. Schwimmbewegung nach hinten. Und wieder nach vorne. Schwimmbewegung nach hinten und wieder nach vorne und die letzten 4. Dreimal. Letztes Mal. Lassen die Arme vorne und bewegen die Arme auf und ab. Halten. Ziehen beide Arme nach hinten oben und auch hier, wir bewegen die Arme auf und ab in kleinen Bewegungen.
richten den Oberkörper langsam wieder auf, lassen die Arme hängen und gehen nochmal tief mit den Armen nach unten, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule, tief und hoch. Und die allerletzten noch viermal. Die letzten zwei. Ein letzter. Gehen mit dem Oberkörper nochmal nach unten. Rechten Arm nach oben, linken nach hinten. Und jetzt wechseln wir nur die Arme. Die Beine bleiben gebeugt. Wechseln. Viermal. Drei. Zwei. Und dann nehmen wir den hinteren Arm mit nach vorne. Oberarme auf Ohrhöhe. Wir fächern die Hände zueinander. Ganz kleine Bewegungen lösen und ziehen beide Arme nach hinten oben, soweit es geht. Machen die gleiche Bewegung hier aus dieser Position. Lösen, richten uns wieder auf. Schüttelt die Beine ein bisschen aus. Atmen über die Seite tief ein. Und wieder aus. So, ihr könnt ruhig zwischendurch mal was trinken und dann gehen wir zum Boden. So, wir setzen uns als erstes in Richtung Fersen. Ziehen die Arme lang nach vorne. Richten uns auf, kommen in den Vierfüßlerstand. Hände unterhalb der Schultern und die Knie unterhalb der Hüften. Fußspitzen setzen wir auf und die Finger zeigen so ein bisschen zueinander. Jetzt gehen wir mit der Nasenspitze in Richtung Boden und richten den Oberkörper wieder auf. Wir atmen ein und aus. Und das Ganze nur noch 8-mal tief. Jeder in seinem eigenen Rhythmus. Fertig sind, gehen wir wieder in Richtung Fersen, strecken die Arme lang aus und halten. Langsam lösen. Komm noch einmal in die gleiche Position, wieder die Finger so ein bisschen zueinander und wiederholen diese Übung noch einmal 10-mal insgesamt. Wir atmen ein und wieder aus. Am besten im eigenen Rhythmus. Und wieder lösen dann. Und diesmal nehmen wir die Hände zu den Füßen, legen die Stirn unten ab und halten.
richten uns langsam wieder auf, kommen zurück in den Vierfüßlerstand. Jetzt gehen wir noch einmal mit der Nasenspitze zum Boden und dann ziehen wir die Nasenspitze nach vorne. Das Gesäß zieht nach hinten. Wir schieben so über den Boden, bis die Arme lang gestreckt sind. Dann kommen wir nach oben, gehen mit dem Kopf etwas vor die Hände und gehen wieder tief und ziehen die Nase über den Boden. Diese Bewegung noch dreimal. Die Arme dabei beugen. Wenn die dreimal rum sind, ganz kurz in Richtung Fersen ziehen, die Arme noch mal lang machen. Und dann richten wir uns wieder auf und machen diese Bewegung jetzt genau andersrum. Wir gehen erst nach hinten, die Nasenspitze zum Boden und kommen aus dieser Position nach vorne. Wieder zurück, Nasenspitze über den Boden schieben. Zweimal noch. Dann setzen wir uns wieder zurück, die Hände wieder zu den Füßen, die Stirn unten ablegen und halten. Richten uns dann langsam wieder auf, kommen wieder in den Vierfüßlerstand und diesmal strecken wir unsere Beine hinten aus und setzen die Füße auf die Fußspitzen. Versuchen mal in so eine Brettposition zu kommen und jetzt einfach nur im Wechsel die Knie zum Boden absetzen. Einmal links, dann strecken wir uns wieder. Einmal rechts. Einmal links. Einmal rechts. Und das Ganze noch viermal. Lösen wir und kommen in die Bauchlage. Legen die Hände übereinander, einfach mal die Stirn auf die Hände ablegen, die Beine nach oben. Und setzen die Beine unten wieder ab. Auf die Fußspitzen, strecken die Arme lang nach vorne aus. Die Daumen sind oben, spannen die Bauchmuskulatur an und ziehen den rechten Arm und das linke Bein nach oben, ziehen uns lang und wir wechseln. Die Fußspitze vom Fuß, die ziehen wir dann immer mit nach oben. Jeder in seinem eigenen Rhythmus. Und die letzten noch viermal. Lösen. Hände übereinander legen, die Stirn ablegen, die Beine mal nach oben, ganz kurz entspannen.
So, wir stellen nur das linke Bein auf die Fußspitze. Die Stirn bleibt liegen auf dem Handrücken. Das rechte Bein ist oben angewinkelt. Fußspitze zieht tief und wir schieben das Bein nach oben. Lösen den Oberschenkel vom Boden. Schieben die Ferse zur Decke. Spannen die Gesäßmuskulatur an. Immer nur das eine Bein, das angewinkelte Bein zieht hoch und wieder ab. Und die allerletzten noch viermal. Lösen, legen das Bein wieder ab und winkeln das andere Bein an. Fußspitze nach unten ziehen und wir heben das Bein hoch und ab. Oberschenkel lösen und tief. Lösen und tief. Und die letzten vier. Setzen den Fuß kurz ab, winkeln das rechte Bein an und das linke Bein. Die Beine jetzt mal ganz eng zusammen. Und jetzt versuchen wir, beide Oberschenkel vom Boden zu lösen. Spannen dabei die Gesäßmuskeln fest an und wieder lösen. Es kann auch sein, dass die Oberschenkel sich gar nicht vom Boden lösen. Dann halt nur die Spannung halten und wieder lösen. Anspannen, anheben und wieder lösen. Anspannen, anheben und wieder lösen. Nochmal anspannen und lösen und die letzten vier. Die letzten zwei. Und lösen. Füße unten wieder absetzen und drehen uns rum in die Rückenlage. So, liegen auf dem Rücken lang ausgestreckt. Das rechte Bein ist angewinkelt und das linke Bein legen wir seitlich am Boden ab und schieben den Fuß unter dem angewinkelten Bein durch. Die Arme sind lang ausgestreckt und dann heben wir die Hüfte an, halten. Und langsam wieder lösen. Und jetzt gehen wir dynamisch einmal hoch und wieder tief. Einmal hoch und wieder tief. Nur noch zweimal. Und letztes Mal anheben, lösen und beide Knie einmal ranziehen und halten.
So, dann stellen wir das linke Bein angewinkelt auf, nehmen den rechten, das rechte Bein angewinkelt zum Boden und den Fuß einfach hier unten durchschieben und schieben die Hüfte nach oben und halten. Jetzt langsam lösen, wir ziehen die Hüfte tief und wieder hoch. Tief und hoch. Nur noch vier. Letztes Mal. Und wieder absetzen. Und beide Knie ranziehen, halten und bewegen einfach mal den Rücken von rechts nach links. Setzen die Füße unten wieder ab. Wir heben jetzt die Hüfte nach oben. Arme sind lang ausgestreckt, haben eine gerade Linie von den Knien bis zur Schulter und dann heben wir das rechte Bein nach oben. Angewinkelt und schieben das Bein unten durch und kommen mit dem Bein wieder nach oben. Noch dreimal den Fuß unten durchziehen und wieder nach oben. Noch zweimal. Und letztes Mal. Dann setzen wir den Fuß unten wieder ab, rollen den Rücken ab, Wirbel für Wirbel, bis zum Steißbein unten abrollen und vom Steißbein an wieder aufrollen nach oben. Arme unten ablegen und das andere Bein erstmal anwinkeln. Jetzt schieben wir das Bein unten durch und wieder hoch. Unten durch. Und wieder hoch. Nur noch drei. Zweimal. Letztes Mal. Setzen den Fuß unten ab und rollen die Wirbelsäule wieder ab, Wirbel für Wirbel nach unten und beide Knie einmal ranziehen. Setzen die Füße unten am Boden ab, nehmen den rechten Fuß auf dem linken Oberschenkel, rechte Hand seitlich, linke Hand an den Kopf und dann gehen wir schräg nach oben. Wir ziehen den Ellbogen in Richtung Knie und kommen langsam wieder zurück. Atmen aus und ein. Aus und ein. Nur noch viermal. Nur noch zwei. Letztes Mal und dann ziehen wir den Arm am Bein vorbei. Noch ein Stückchen weiter nach oben ziehen. Wir atmen aus und ein. Nur noch vier. Drei. Letztes Mal und den Kopf ablegen, die Beine wechseln und auch die Arme und fang an mit dem Ellbogen, zieh den Ellbogen wieder zum Knie und atmen aus und ein zurück, aus und ein. Die letzten noch viermal. Und dann ziehen wir den Arm am Bein vorbei, ziehen uns noch ein kleines Stückchen weiter nach oben, atmen aus und wieder ein. Aus und ein. Und die allerletzten, noch vier. Noch zwei.
und legen den Kopf unten wieder ab. Beide Knie ran. Und einfach mal den Rücken von rechts nach links. Arme lang ausstrecken. Beine anwinkeln. Der untere Rücken liegt ganz auf und jetzt rollen wir die Beine auf. Also Gesäß und unterer Rücken rollt auf, ohne Schwung. Arme sind lang ausgestreckt. Und die allerletzten noch viermal. Lassen die Beine angewinkelt. Achten nochmal auf den unteren Rücken. Der untere Rücken liegt auf. Und wir ziehen die Ferse in Richtung Boden und ziehen das Bein wieder nach oben. Wechseln die Seiten. Und die allerletzten noch viermal. Zweimal noch. Und setzen dann die Füße wieder unten am Boden ab. Ganz kurz entspannen. Beide Hände an den Kopf, die Daumen neben den Ohren. Finger um den Kopf verteilt. Und wir gehen jetzt drei kleine Bewegungen nach oben und eine tief gehen. Eins, zwei, drei und ab. Hoch, zwei, drei und tief. Eins, zwei, drei und ab. Hoch und tief. Noch vier. Drei. Und letztes Mal hoch und ab. Knie noch mal ranziehen. Und die Beine unten wieder absetzen. Und noch einmal beide Hände an den Kopf. Nehmen den linken Ellbogen und ziehen den linken Ellbogen mit dem rechten Bein zusammen. Strecken das Bein aus und kommen wieder nach oben. Ausstrecken und hoch. Hoch und tief. Atmen aus und ein. Und die letzten vier. Zwei noch. Und letztes Mal. Wechseln die Seiten, rechter Ellbogen, linkes Bein. Und die letzten vier. Wieder lösen, Kopf kurz ablegen. So, wir strecken die Arme nochmal seitlich aus. Wir winkeln die Beine an und kippen jetzt einmal die Beine nach rechts. Der Blick geht nach links.
kommen wieder zurück in die Ausgangsposition und ziehen die Beine nach links. Der Blick geht nach rechts. Im eigenen Rhythmus weiter. Und nur so weit tief gehen, wie es vom unteren Rücken her geht. Jede Seite noch einmal. Setzen die Füße unten ab. So, wir ziehen die Beine nach oben und strecken die Fußspitzen nach unten. Arme liegen etwas angehoben auf dem Boden, also etwas 45 Grad. Und dann öffnen wir die Beine und schließen wieder. Öffnen und schließen. Langsam. Fußspitzen ziehen nach unten, die Beine sind möglichst gerade. Öffnen und schließen. Und die letzten noch viermal. Zweimal. Letztes Mal. Wir öffnen die Beine und ganz kleine Bewegungen hier aus. Und die letzten vier, drei, zwei. Langsam wieder schließen, Fußspitzen nochmal nach unten ziehen. Viermal. Lassen dann die Beine wieder geöffnet und kleine Bewegungen. Ein letztes Mal die Beine schließen und öffnen. Die letzten drei. Und wieder lösen. Zieh mal die Knie ran. Und bewegen den unteren Rücken von rechts nach links. So, dann setzen wir den linken Fuß auf den Boden ab, rechtes Bein nach oben und die Arme einfach lang ausgestreckt auf dem Boden, ziehen das Gesäß nach oben und wieder tief. Noch siebenmal. Sechsmal. Drei. Zwei. Und letztes Mal. Wir wechseln die Beine. Und hoch und ab. Hoch, tief. Und die letzten noch vier. Wir wechseln und diesmal setzen wir die Ferse auf den Boden ab, nicht den ganzen Fuß,
strecken das Bein nach oben und drücken die Ferse fest in den Boden und ziehen das Gesäß hoch und ab. Hoch und ab. Und die letzten noch vier. Wechseln die Beine. Auch hier die Ferse in den Boden und die Hüfte hoch und ab. Nur noch viermal. Und lösen. Die Arme am Boden, seitlich ablegen, kippen beide Beine nach links, der Blick geht nach rechts und halten. Stellen die Beine wieder auf, kippen die Beine auf die andere Seite, halten. Stellen die Beine wieder auf. Legen den rechten Fuß auf dem linken Oberschenkel ab und ziehen das Bein zu uns ran und halten. Langsam wieder lösen und die Seite einmal wechseln. Langsam lösen, legen uns in die Seitlage, die Beine liegen übereinander und die Arme liegen auch vorne übereinander. Heben den oberen Arm nach oben und schauen dem Arm nach, so weit nach hinten absetzen, wie es geht. Wenn es nicht weiter geht, halten. Langsam wieder zurück. Drehen uns in die Rückenlage zurück und dann einmal andersrum. Beide Beine übereinander und auch die Arme. Nehmen den oberen Arm wieder nach hinten. Halten. Kommen langsam wieder zurück und dann kommen wir über die Seitlage nach oben in den Sitz. Strecken unsere Beine lang aus. Fußspitzen ranziehen und dann versuchen wir so weit wie möglich nach vorne zu kommen, halten. Oberkörper zieht zu den Beinen nach unten. Thank you.
richten uns langsam wieder auf, setzen die Fußsohlen aneinander, ziehen die Knie in Richtung Boden und rutschen so weit es geht zu den Fersen, ganz aufrecht sitzen und halten. Langsam wieder lösen, komm dann in den Schneidersitz, öffne die Arme ganz weit, schieben die Schulterblätter nach hinten. Und wieder lösen, nimm die Arme nach hinten, zieh die Arme nach hinten oben und halten. Unseren Kopf, ziehen den Kopf auf die linke Seite, halten. Komm wieder zur Mitte zurück und einmal wechseln. Richten den Kopf wieder auf. Und schieben die Arme nach vorne. Lösen, aufrichten. Linken Unterarm am Boden ablegen, den rechten Arm nach oben. Wechseln zur anderen Seite. Und richten uns langsam wieder auf und kommen noch einmal in den Vierfüßlerstand. Strecken unsere Beine, setzen die Füße am Boden ab und lassen den Kopf hängen. Zwischen den Oberarmen, Fersen drücken fest in den Boden. Laufen mit den Händen zu den Füßen und rollen die Wirbelsäule Wirbel für Wirbel langsam wieder auf nach oben. Und schütteln die Beine aus. Oberkörper ganz locker von rechts nach links. Seite tief ein und über die Seite wieder aus. Noch einmal tief ein, schütteln die Handgelenke mit der Ausatmung nach vorne aus und ein letztes Mal tief ein und wieder aus. Und ihr habt es geschafft. Vielen Dank fürs Mitmachen.